Carsten Schneider, stellvertretender Leiter von Feuerwehr und Rettungsdienst in Bonn und heute diensthabender A-Dienst und Einsatzleiter hier auf der St. Augustiner Straße. Wir sind um 14.48 Uhr zu einem Wohnungsbrand hier nach Beul gerufen worden. Bei unserem Eintreffen hat sich herausgestellt, dass sich noch Personen im Gebäude aufgehalten haben, teilweise auch in stark verrauchten Wohnungen, die dann mit der Drehleiter aber auch schnell aus den Wohnungen gerettet werden konnten. Es hat sich letztendlich im Verlauf des Einsatzes herausgestellt, dass wir insgesamt 11 Personen hatten, die betroffen waren von der Lage. 2 Personen sind jetzt bereits schon mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die anderen Personen sind vor Ort vom Rettungsdienst behandelt bzw. in Augenschein genommen worden, aber so leicht verletzt, dass vermutlich keiner von denen noch ins Krankenhaus muss. Gebrannt hat eine Elektrounterverteilung im Erdgeschoss des Treppenraumes, die dafür gesorgt hat, dass letztendlich der Treppenraum und auch eine Wohnung im zweiten Obergeschoss bei unserem Eintreffen komplett verraucht waren. Wie viele Kräfte waren hier circa im Einsatz? Wir sind hier mit ungefähr 40 Einsatzkräften, knapp 50 Einsatzkräften vor Ort, so circa gut 35 Einsatzkräfte Feuerwehr und nochmal ungefähr 12, 13 Einsatzkräfte Rettungsdienst. Vielleicht mal zum Anfang, wie sah das aus hier bei Eintreffen? Bei Eintreffen hat eine starke Rauchentwicklung, war eine starke Rauchentwicklung sichtbar aus dem zweiten Obergeschoss, was auch zunächst das Ergebnis war, dass es möglicherweise im zweiten Obergeschoss selbst brennt. Das hat sich allerdings dann letztendlich als nicht richtig herausgestellt, weil dann im weiteren Verlauf der Brandort im Erdgeschoss auch entdeckt werden konnte. Also konnte das durch das schnelle Handeln der Feuerwehr hier verhindert, wenn das mehrere Personen verletzt wurden, kann man sagen? Letztendlich ging es darum, dass Personen bei unserem Eintreffen schon auch im Rauch gestanden haben und in den zumindest einer stark gefährdeten Wohnung auch waren, die sehr schnell gerettet werden konnten. Das war sicherlich sehr günstig an dieser Stelle, dass es so schnell ging.